Mario oben beim Observatorium hat eine neue Quest und die gucken Cookie Knight und ich uns heute an. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ja, ich habe noch mal ein kleines jorvikisches Pony unterm Sattel. Cookie Knight bin ich so Ewigkeiten nicht mehr geritten. Ich bin eben in meinen Stall gegangen und habe mir gedacht, was könnte ich für ein Pferd reiten? Und da habe ich mir gedacht, okay, Cookie Star steht im Stall und guckt einfach mal, ich habe jetzt nicht das komplette neue Set drauf, aber die Decke und die Gamaschen. Wie süß sieht das bitte auf diesem Pony aus? Oh, ich liebe es einfach nur. Okay, Leute. Mario hat zwei neue Quests, dachte ich eigentlich. Da stand noch irgendwas von wegen goldenen Hufeisen bei Mario. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Da, goldene Hufeisen. Ach nee, das steht aber immer, egal was ich vorher angeklickt habe. Ja, gut. Egal. Mario hat eine neue Quest und die würde ich sagen, gucken wir uns an. Ich weiß noch nicht, welche von den beiden Quests neu ist. Moment. Ich kann mich täuschen, aber ich glaube, das müsste die Quest eine brandneue Perspektive sein. Jetzt bin ich echt verwirrt. Auf jeden Fall müssen wir dafür die Quest mit Elsa Einstein im Dino-Tal gemacht haben. Ich weiß gar nicht mehr, was müssen wir noch alles dafür gemacht haben? Bin ich mir gerade unsicher. Oh, hallo Dina, wie schön, dass du am Observatorium vorbeischaust. Bist du hier, um dir die Sterne anzusehen? Ja. Ich hoffe, bei dir läuft alles gut. Ich? Oh, mir geht's gut. Ich habe meine Zeit hier im Observatorium verbracht, wie immer. Und ich habe Online-Shopping ausprobiert. Bisher habe ich hin und wieder Teile bestellt, um mein Teleskop zu reparieren und zu verbessern. Aber kürzlich habe ich herausgefunden, dass es einen großen Markt für gebrauchte, einzigartige Astronomieausrüstung gibt. Wer hätte das gedacht? Es gibt im Internet nichts, was es nicht gibt. Also von daher, Mario. Ich habe schon einen Haufen Dinge bestellt. Ich warte aber noch auf ein paar Pakete. Lass mich raten, die sollen wir jetzt holen. Teleskoplieferung. Ich habe es tatsächlich geschafft, dort ein Teleskop zu ergattern, das ich schon ewig haben wollte. Aber, also, ich habe es schon vor Wochen bestellt und langsam frage ich mich, ob es in der Post verloren gegangen ist. Es wurde per Jurpost verschickt. Ich kann noch kein neues Teleskop bestellen, denn es war ja Secondhand. Ein Einzelstück. Ich hoffe, es taucht bald ab. Oh, Ring, Ring. Oder ruft jemand an. Entschuldige, Dina, da muss ich dran gehen. Hallo? Ja, hallo? Hallo, ist da Mario? Ui, ich bin es. Mit wem spreche ich? Pass auf, hier ist dein Paket angekommen. Da steht dein Name drauf. Du solltest es besser abholen, bevor es hier noch beschädigt wird oder so. Wir arbeiten hier mit schweren Maschinen. Ich kann nicht versprechen, dass es heil bleibt, wenn es noch lange hier herumsteht. Okay? Okay, danke. Tschüss. Ah, er hat aufgelegt. Jetzt wissen wir, warum das Paket nie angekommen ist. Es wurde woanders abgegeben. Komisch. Ich bin mir sicher, dass ich die korrekte Adresse angegeben habe. Er hat gar nicht gesagt, wer er ist, ne? Aber er hat das Paket. Du kannst doch bestimmt herausfinden, wo es ist und es mir bringen. Merci. Ja, wie denn? Ja, wo denn? Ja, was denn? Teleskoplieferung. Schwere Maschinen. Hä, das kann quasi überall sein. Wahrscheinlich da unten. Ich glaube nicht, dass es allzu weit weg ist. Was steht da? Hallo, hier ist Mario. Während du dich schon auf die Suche gemacht hast, habe ich mir nochmal meine Bestellung angesehen. Ich habe definitiv die korrekte Adresse des Observatoriums angegeben. Hat der Paketbote es mit einem Ort in der Nähe verwechselt? Ja, genau, wird unten sein. Was haben wir hier eigentlich noch? Wünsch dir was. Heute Nacht ist der Himmel klar, man wird die Sterne fantastisch sehen können. Hast du Lust, mit mir die Sterne zu betrachten, Dina? Oha, ist das jetzt hier eine Anmache oder was? Ja, wann gab es denn die Quest? Das hier ist meine Lieblingszeit am Tag. Dieser Moment direkt... Danke. Dass der Anrufer gesagt hat, das Paket sei hier unten, ist interessant. Das kommt wohl manchmal vor, dass Jopos vermeidet, mit dem Lift bis oben auf den Berg zu müssen. Ja, gut. Jetzt hat es mir die Quest zerschossen. Oh Mann! Moment, ich muss mal neu starten hier. Naja, gut. Dann machen wir das jetzt halt so. Dann reiten wir erst nach da unten, holen das Paket ab.
damit Mario uns jetzt nicht ständig wieder anruft und uns irgendwelche anderen Quests zerschießt. Und dann gucken wir mal. So. Also das kann ja eigentlich nur hier unten sein. Vor allem mit den Hinweisen, die er uns dann nachträglich noch gegeben hat. Ja. Okay. Da unten speziell war es jetzt. Aha, hier. Da haben wir es doch. Die Teleskoplieferung. Anforderungen erfüllt. Yes. Okay, gut. Ab wieder zurück. Wie gut, dass das ein Pony ist, was kleine Schritte macht und das Teleskop, was so zerbrechlich zu sein scheint, ordentlich durchschüttelt. Kann ja mal passieren. Alles halb so wild. Alles halb so wild. Halber Wald ist auch gut. Apropos halber Wald. Hollowoods wird ja auch überarbeitet. Ich glaube, das ist aber genau dann zu dem Zeitpunkt, wo ich nicht da bin. Wartet mal, Leute. Wartet mal. Oh, jetzt spinnt mein Instagram. Yay. Total toll. Starstable. Wo war das denn hier? Da. Am 15. November, genau. Das ist der Mittwoch, bevor ich wieder da bin. So. Du hast es? Ausgezeichnet. Vielen Dank für deine Hilfe. Sollen wir es uns mal ansehen? Hoffentlich ist es heil geblieben. Ah ja, stopp. Das, denn das andere ist mit Idris. Das können wir ansonsten... Ich glaube, das hier ist die neue Quest, oder? Machen wir erstmal die hier. Zwei. Na gut. Oh, es ist perfekt und kein Kratzer dran. Puh. Oh no, ich habe mein Jorvik-Schilling-Maximum erreicht. Das ist ja jetzt blöd. Ich bin so froh, dass das Teleskop endlich hier ist. Ein prächtiges Stück. Ich könnte dir etwas darüber erzählen, wenn du möchtest. Es ist eine wirklich spannende Geschichte. Als ich vor vielen Jahren zum ersten Mal von diesem Teleskop hörte, besuchte ich gerade das Epona-Observatorium. Ich war auf einer Art Studienreise. Ich hatte Glück, denn bald darauf wurde es für die Öffentlichkeit geschlossen. Dort hatten sie jedenfalls eines dieser Teleskope und ich durfte es ausprobieren. Oh, es war einfach fantastisch. Ich habe die Sterne noch nie so klar und deutlich gesehen. Seitdem war ich auf der Suche nach einem Teleskop dieses Modells, aber erfolglos. Bis vor ein paar Wochen. Wie ich schon erzählt habe, fand ich online jemanden, der ein solches gebrauchtes Teleskop verkaufte. Das Warten auf die Lieferung war kaum auszuhalten. Aber jetzt bin ich so froh, dass wir es hier im Silverglade Observatorium haben. Wir müssen warten, bis es dunkel wird, um die Sterne sehen zu können. Ich bin sowas von aufgeregt. Hast du vielleicht Lust auf einen kleinen Abendsnack im Café des Observatoriums, während wir auf die Dunkelheit warten? Ja, warum nicht, ne? Während ihr auf den Abend wartet, erzählt Mario dir mehr über das Teleskop. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Ich finde sowas total spannend. Ich bin auch guter Hoffnung. Ich habe gehört, dass man in Namibia sehr, sehr gut die Sterne beobachten kann, was ich auch glaube, weil da ist ja nicht so viel Lichtverschmutzung. Und von daher bin ich da positiver Dinge, dass man da ganz gut was gucken kann, beobachten kann. Wartet mal. Ah, kann ich mir hier vielleicht irgendwas kaufen, was hier zu dämlich aussieht? Oh Gott, oh Gott. Also das ist renntauglich, aber es ist irgendwie klar, warum ich das noch nie irgendwo gesehen habe. Der Pulli wiederum ist irgendwie cool. Proud Member of A. Der ist schon wieder cool. Muss ich sagen. Was haben wir denn sonst noch hier? Oh. Aber eigentlich will ich dafür halt jetzt auch gerade nicht so viel Geld ausgeben. Oh no. Okay, dann muss ich mal gerade mal gucken, was ich mir kaufe. Oh. Leute, ich weiß, was ich mir kaufe. Ich finde eigentlich hier diesen Pulli mit der Jeansjacke drüber ganz cool. Und den kann ich jetzt auch gut tragen. Also ich finde die alle cool. Also die sind alle schon schick. Aber die hier ist vielleicht sogar noch ein bisschen alltagstauglicher, hätte ich fast gesagt. Ansonsten hatte ich erst überlegt an dem Jackett, weil ich auch noch kein Springjackett habe. Die ist schon auch ganz cool. Die sind auch nicht schlecht, aber... Ah,
Nein, dem hier hatte ich noch überlegt, weil das ist auch irgendwie, weil ich in den Goldhoofs bin. Die Weste, die wird schon auch ganz gut passen, aber die ist halt schweineteuer. Da bin ich direkt so ultra viel Geld los. Und dann habe ich mir gedacht, dann wäre doch eigentlich, wo ist sie jetzt? Wo ist sie jetzt? Die kommt jetzt hier unten gleich. Dann wäre doch eigentlich hier so eine Jacke ganz cool. Genau, also schwarz finde ich auch cool, aber ich glaube, ich nehme die blaue. So, die ist nämlich jumpy tauglich, aber die ist halt nicht so super teuer, ne? Ich könnte mir theoretisch jetzt auch mal anziehen direkt. Komm, mach mal das mal. Ich finde, die passt eigentlich ganz gut. So. Danke, dass du mir Gesellschaft geleistet hast, Dina. Die Sonne ist untergegangen. Jetzt können wir das Teleskop endlich testen. Möchtest du es mal ausprobieren? Du hast es bestimmt schnell raus. Versuch das Sternbild Harfe zu finden. Und keine Sorge, wenn du nicht weißt, wie es aussieht. Dafür hat dieses Modell einen kleinen Trick. Probier es aus. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Nutze den Schieberegler, um das Teleskop vertikal und horizontal zu bewegen. Und damit rein und raus zoomen. Und dann die Form übereinander legen. Das erinnert mich sehr, sehr stark an Hogwarts Legacy. Da ist was, aber das ist nicht die Harfe. Stopp. Da unten ist sie doch. Ha, perfekt. Also das erinnert mich wirklich sehr, sehr stark an Hogwarts Legacy. Was nicht schlecht, was nicht böse gemeint ist, ich finde es cool. Hast du es gefunden? Gut gemacht. Wie war der Umgang mit dem neuen Teleskop? Ist ein cleveres Ding, nicht? Definitiv. Guck nochmal. Mir fällt noch ein Sternbild ein, das du suchen solltest. Der Lebenswächter. Versuch's mal. Also, das finde ich cool. Okay. Ich zoome mal komplett raus. Das ist nicht der Lebenswächter. Ist ja das ja, ne? Ja, wunderbar. Ja, cool. Oh, da war sogar noch eine Sternschnuppe. Oh, das ist gar keine Sternschnuppe. Das ist irgendein kosmisches Material. Okay, krass. Was ist das? Aha, hast du das auch gesehen? Ein fallendes Objekt? Das ist seltsam. So etwas habe ich noch nie gesehen. Meinst du, du könntest mal nachsehen, wo es gelandet ist? Ich denke, jetzt ist es zu dunkel. Sobald die Sonne aufgeht, hast du sicher mehr Glück. Du kannst gern hier bleiben und dann machen wir uns gleich morgen früh da an. Sag, was denkst du? Was könnte das gewesen sein? Mario und du unterhaltet euch im Observatorium darüber, was ihr gesehen habt. Und jetzt haben wir die Morgendämmerung, die hier oben echt schön ist. So, das unidentifizierte fallende Objekt. Leute, ich weiß, es ist jetzt mega garstig, wenn ich das. Oh, das Set, das ist mal mega hübsch auf dem. Das ist ja das Halloween-Pferd von letztem Jahr. Wie heißt das nochmal? Dieses Sumpfpferd müsste das sein. Echt nicht? Das ist Azur? Okay, das hätte ich jetzt gerade nicht gedacht. Okay, Leute, ich würde aber sagen, nach dem mysteriösen Objekt gucken wir dann beim nächsten Mal. Da haben wir noch einen kleinen Cliffhanger. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und ich hoffe, ihr hattet Spaß daran, Cookie Night mal wieder zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!